Liebes Tagebuch, es ist soweit. Jetzt sehe ich auf meiner Rundreise endlich die Welt jenseits meines Heimatdorfes. Obwohl mich meine Eltern so oft vor den Großstadtmenschen gewarnt haben. Heute Morgen bin ich in Wien angekommen. Hier möchte ich endlich mal das Wiener Blut probieren, von dem Oma so oft erzählt hat. Und es sieht tatsächlich so aus, als könnte ich diese Delikatesse schon bald kosten. Vorhin habe ich Max kennengelernt, einen Wiener. Sein Humor ist köstlich und er bestimmt auch. Du bist nicht von hier, oder? Nein, ich komme aus Rumänien. Und du? Ja, ich bin hier aus Wien. Was liest du da? Ja, das brauche ich für die Uni. Ich studiere Philosophie. Studierst du auch hier? Ich mache eine Art Studienreise. Ich studiere euch Menschen. Ja. Hast du vielleicht Lust, mal was trinken zu gehen? Ja. Trinkst du gern Wein? Wein? Was ist das? Ich kenn's keinen Wein. Ich habe zufällig eine gute Flasche bei mir zu Hause. Hast du vielleicht Lust, dir heute Abend mit mir zu trinken? Gerne. Wo und wann? Ich kenne mich noch nicht so gut aus. Ich schreibe dir einfach mal meine Adresse auf. Okay. Und das wird ein Treffen mit Biss. Sagen wir um 8? 8 ist perfekt. Danke. Gerne. Bis um 8? Bis um 8. Ciao. Ciao. Um 8 soll ich bei ihm sein. Jedenfalls scheine ich Max zu gefallen. Oma hatte recht. Schon mit einem kleinen Lächeln lassen sich die Männer um den Finger wickeln. Nachher wird es also ein leichtes für mich werden. Wien ist übrigens eine wundervolle Stadt. Schön, dass du da bist. So, ich hoffe, du hast gut hergefunden. Ja, war kein Problem. Rot wie Blut. Dann sage ich mal, Prost auf den heutigen Abend. Prost. Schmeckt dir der Wein? Ja. Ich glaube schon, ja. Der kommt aus Italien. Ich war jetzt in den Ferien dort. Okay, aber ich kann wirklich nicht.